Ich habe auch KDM auf meiner Hose, willst du sehen? Guck mal, da der Unterhose mit KDM. Jetzt, hast du es drin? Steine, schickt Steine, ich werf. Okay, ihr könnt auch mit 10-Euro-Schein umwickeln, ich werf trotzdem. Die Manuel-Schad-Petition. Ja. Jetzt unterschreiben. Okay. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWR Sports. Neben mir ist der Wolfgang. Wir. Neben mir war der Wolfgang. Wir machen heute wieder Technik. Wir gehen auf einen Rahmen ein. Hier haben wir, wer lang genug im Geschäft ist, kennt die Firma CDI Fahrzeugtechnik. André Delfendahl. Dieser junge Mann hat 10.000 Aufrufe auf sein Video, das er in YouTube veröffentlicht hat. Ich gehe einfach weg. Der hat 10.000 Aufrufe auf sein Video, das er in YouTube veröffentlicht hat. Und er hat, wenn wir drüber filmen, ich zeig's euch, kannst du das so halten oder ist das zu schwer? Jetzt kann ich mich nicht wehren. Genau, deswegen. Das ist die Aufnahme, die ähnelt sehr der Rahmenverstärkung von den Jungs aus Seibersdorf. Wir haben hier die einzelnen Streben. Hier fehlt noch eine Verbindungsstrebe, die war jetzt bei einer HPN mit drin. Und der Galgen ist komplett geschraubt. Hier verschraubt, hier verschraubt, hier verschraubt. An sich eine saubere Lösung. Die Schweißnähte werden nur hier aufgetragen und nicht um die Gewindestelle verschweißt, sondern nur hier oben, hier unten und auch nicht von innen verschweißt, wie bei uns. Hier gehen wir da rein. Das ist total komisch, wenn man den immer so drehen muss, ne? So, ja. Hier ist auch nichts geschweißt. Und da hier, also für alle Freunde aus dem Forum, die mich da so mögen und immer so Hatestorm loslegen, das sind keine Lagersitze. Sonst würde hier ein Lager sitzen. Das sind einfach nur Gewinde. Ganz normale Gewinde. Und da kommt ein Bolzen rein. Und der Bolzen, der sitzt im Lager. Da habt ihr recht. Und damit wird gespannt. Also wenn ich hier schweiße, wir machen es mal hier, sieht man es, ne? Wenn ich hier schweiße, mache ich nichts anderes als BMW, Entschuldigung. Wenn ich hier schweiße, mache ich nichts anderes als BMW hinten gemacht hat. Und wenn dann unser Schweißnähte das zerstören, dann hat BMW schon was falsch gemacht. Sorry. Okay, das sind so die Änderungen. Was auch komplett anders ist, der Lenkkopf hier ist nur im oberen Bereich verstärkt. Ja, genau, die tut voll weh, wenn die auf die Hand fällt, ne? Und hier sind die zwei Züge zusammengeschweißt. Also hier ist nur der Oberbereich, der untere Bereich ist komplett offen. So, machen wir kurze Pause für dich. Jetzt gehst du nochmal da an den Rahmen, dann zeige ich es da am Rahmen. Du musst dann gleich wieder halten. Du kannst es eigentlich so festhalten. Oh, Entschuldigung. Was nicht zu sehen ist, ist hier unter der Tankhalterung, er hat hier zwei Streben. Hier zwei Bleche. So. Wir gehen das Ganze jetzt, das wird für ein Schneiden für dich bestimmt beschissen. Wir gehen das Ganze jetzt im Vergleich durch. Wir haben die Rahmenaufnahme bei uns drin. Soll ich das dann im Vergleich schneiden oder wollen wir das jetzt so als ein Video lassen? Wir können was drüber spiegeln, wenn du willst. Nicht? Okay, dann machst du als ein Video. Wir haben hier, oder wollen wir es nebenhin halt? Ja, wir können es so. Wir halten es so ein bisschen vor noch. Und dann gehe ich wir gehen auf den Stuhl, das ist cool. So, wir haben hier die Federbeinaufnahme ist komplett angeschweißt. Und um uns dieses Blech zu sparen, haben wir hier eine Stahlstrebe. Und wer sich da wegen mit auseinandergesetzt hat, das sind Dreieckskonstruktionen, also stabiler geht es nicht. Die zwei Bleche da oben haben nur den Auftrag, die Impulse, die in dem Rahmen zu gehen, die zu fangen, damit der Rahmen nicht auseinandergeht. Die zwei Streben oder diese zwei Blechverstärkungen, während wir hier eine Strebe drin haben, die das Gleiche verhindert. Also es ist weniger Aufwand. Die kannst du dann gleichzeitig vergleichen, ne? Wir haben hier komplett durchgeschweißt von innen und von außen. An dem Gewinde. Lagersitzgewinde, so ein Schwachsinn, ne? Hier
haben wir ein Blech drin. Ja, natürlich ist es so, dass die Krafteinleitung punktuell da drauf geht und das müsst jetzt abbrechen. Nein, das macht es nicht, weil hier unten ist es komplett zu. Ja, können wir mal darüber zu dem. Geh mal zum Robson Bikes Arena. Das ist richtig schön dran. So. Hä? Ist auch ein SVT-Rahmen. Jetzt können wir mal den direkten Vergleich machen. Ne? Wir vergleichen den Lenkkopf, wir vergleichen die Federbeinaufnahme, die Rahmenverstärkung an sich. Nee, brauchen wir gar nicht. Der Unterschied, der gravierende Unterschied zwischen den beiden Rahmen ist. Der ist Müll und der kriegt TÜV. Da gibt es ein Gutachten und da gibt es nur Eicher. Bist du drauf? Ich bin drauf. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute machen wir eine Bike-Vorstellung. Ist das Technik? Technik. Heute Technik, Bike-Vorstellung, die SWT-Nummer? 113, wenn ich mich nicht irre. Hoffentlich hat er recht, ne? Denke schon. 113. Darf man den Namen erwähnen? Natürlich. Ja, dann stellst du dich einfach vor. Ja, ich bin der Stefan Bannert aus Berlin, Stefan. Ja, und bin jetzt beim Manuel gelandet und bin sehr froh darüber, weil ich vorher eben beim anderen war, bei demselben da, CTI, und der hat das alles in den Sand gesetzt, das Projekt. Und jetzt bin ich bei dir gelandet. Du hattest ja am Anfang nur Teile verkauft, nur in Anführungsstrichen. Und da war noch nicht dran zu denken, dass du Motorräder selber herstellst, was jetzt aber der Fall ist. Und du hast dich ja Sache Gott sei Dank jetzt angenommen nach 10 Jahren und vollendet sozusagen. Okay, wir machen einen Zeitsprung zurück. André Delfenthal, CD Fahrzeugtechnik, der war in Bad Salzufen. Ja. Gibt es auch noch ein Video, das ist auch ziemlich oft geklickt worden. Da hat er eine 1:1, würde ich sagen, HPN-Replika vorgestellt. Wenn das nicht sogar echte HPN war damals, ich weiß es nicht. Mit einem 4 Zoll Hinterrad und hat Umbauten angeboten. Anfangs hat er bei uns auch recht viel bestellt. Die Karrenwellenadapter, die langen Bremsseile, teilweise Schwingenumbauten, Federbeine und. Und hat auch immer schön bezahlt bei mir. Und fand ich ganz cool, der war am Telefon gar nicht so schräg, bloß irgendwann ist bei uns auch kein Geld mehr gekommen. Dann hatte ich den mal besucht und habe dann einfach ein Haus, schätze ich mal 1936, Reichsbau vorgefunden, mit Gartenwegsplatten, habe ich Angst gehabt, ich hatte damals Badelatschen an, ne? Ich habe echt Angst gehabt, dass ich mir die Füßnägel aufhaue. Ne? Und habe dann schon irgendwie, nachdem ich auf der Klingel nur bulgarische Namen gesehen habe, habe ich schon gewusst, wo es hinläuft. Also mein Geld war weg und das Geld der vielen anderen auch. Dann habe ich eine Initiative gemacht, habe versucht, Leute anzuschreiben, die auch so Motorräder haben vom Delfenthal oder Projekte gestartet haben. Und habe dann, es waren 13 Adressen gehabt. Ich bin aber nicht richtig aktiv worden, ich wollte bloß wissen, was die machen. Und wie ich das jetzt aufgenommen habe, hat keiner richtig geklagt, ne? Nee, hat keiner richtig geklagt. Mein Rahmen sah noch recht passabel aus, sodass ich versucht habe, den in Berlin durch den TÜV zu kriegen, bei Prüfingenieuren vorgesprochen habe, direkt bei Werkstätten auch einen guten hatte, der meinen Motor geholt hat, die wollten alle dann am Endeffekt nicht rangehen. Hm. Die haben sich damit befasst, zwar sehr gut, eine Stunde in den Unterlagen gewühlt, aber haben es dann doch, der Daumen ging nach unten. Ich weiß nicht, wie viele CDIs, ich kenne jetzt eine nur, das war so eine Candy-Lever, die zugelassen war. Ja. Die war in Leipzig unterwegs und danach habe ich auch keine mehr jetzt groß gesehen und im Netz finde ich auch keine. Nee, das findet man nicht. Ich hatte noch Besuch gehabt in Berlin von einem Frankfurter, von dem der auch zwei hatte da im Auftrag und die sind schon im Vorfeld gescheitert an den Schweißnähten. Die haben gleich gesagt, nee, also bei mir ging es nur vom optischen her, aber... Und unser gemeinsamer Bekannter müsste auch von mir einen Rahmen haben mittlerweile. Ja. Genau, ja, na, genau. Da habe ich auch schon einen Rahmen getauscht, ja, aber da haben wir das Moped ist bloß noch nicht fertig, deswegen haben wir kein Video. Richtig. Ich weiß nicht, der baut bestimmt auch schon 10 Jahre. Ja, der hat auch zwei, der hat auch eine andere noch, eine 80 GS. Ja, ja, mit Stahl, die habe ich damals für den Himmelheber und Fruner hier abgenommen. Mhm. Ja, das ist echt schade. Also ich fand es schade, weil eigentlich war dieser André für mich einer aus der Szene. Und er hat sich viel besser vermarktet, als ich das gemacht habe. Also nach außen war das Erscheinungsbild gut. Wie ich den Laden gesehen habe und dass der da wirklich nur in so einer Garten... Der hat das in der Gartenlobby gemacht, genau, mehr oder weniger. Bin ich ganz erschrocken. Das habe ich so nicht gedacht. Ne? Mhm. Ich hatte gedacht, der Laden, dieses geile Video, boah, fuck, mit dem musst du zusammenarbeiten. Hat mich geehrt gefühlt, dass er so bestellt hat. Und die ganze Anfangszeit war auch so, dass... bevor ich verschickt habe, schon mal Geld da war. Und dann waren das halt irgendwie 7.000, 8.000 Euro, nur Kleinteile, die offen waren, die angelaufen sind. Und als ich mit meiner Frau und meinen Kindern bei dem vor der Tür gestanden war, habe ich überlegt, tue ich mir einen Gefallen, wenn mich dem mit dem Holz über das Gesicht ziehe, oder tue ich mir keinen Gefallen. Im Endeffekt habe ich Mitleid gehabt.
Er hat ja von jedem eine Anzahlung gekriegt und das hat er ja komplett verprasst. Ja, ja. Das Geld ist er hat vieles ausgelagert, er hat also vieles machen lassen, den Rahmen pulvern lassen, schweißen lassen aus Haus. Er hat ja nur die Sachen zusammengebaut in seiner Gartenlobe. Aber meine Sachen kamen alle, aber wie gesagt, das Ergebnis war nicht eintragungsfähig. Ne? Also solche Schafe gibt es auch draußen. Bei mir ist es ja genauso, dass ganz viele Angst haben, ob wir durch den TÜV kommen und so. Man muss halt Vertrauen haben, aber wir sind jetzt fast am 200. Rahmen. Und das sagt schon ein bisschen was aus. Ne? Und wie hat der eine gesagt auf dem Rennen, dir dürfte nichts passieren. Es ist nicht so, dass ich alleine in dem Laden bin. Die Leute wissen, wo die Gutachten sind. Die Leute wissen, ich muss mal ganz kurz die Tür zu machen. Meine Mitarbeiter wissen, wo die Gutachten sind. Die wissen auch, wie die Motorräder zusammengebaut werden. Ich mache, glaube ich, am wenigsten mittlerweile allein. Das ist einfach so, weil man muss koordinieren. Meine Aufgabe in dieser Werkstatt ist momentan nur noch Beschaffungskriminalität. Einfach schauen, wo kriege ich Teile her. Ja, was wir jetzt, guck mal, das sind wie viel Geld da an Schrauben liegen. Das ist nur für die 1100er Schwinge. Ne? Ja, das war, früher habe ich 3 bestellt, dann habe ich 6 machen lassen in Schweinfurt, in so kleinen Drehereien. Und jetzt kriegen wir das für uns extra gemacht. Das ist hart. Das ganze Geld in die Hand zu nehmen und das Lager da aufrecht zu halten. So, cool war, dass wir uns da irgendwie kennengelernt haben. Also du bist dann auf mich, glaube ich, zugekommen. Ja, genau. Ich hatte vorher schon einige Teile gekauft, also um es zu veredeln, also SVT-Teile verbaut, eine ganze Menge. Und dann habe ich das immer begleitet und den Shop auch immer fleißig bedient, mir angeguckt. Und dann habe ich öfter gesehen, oder gesehen, dass du das öfter auch schon Rahmen dann eben hergestellt hast, selber produziert hast und die fertiggestellt hast. Und da war dann eben die Idee, wenn dir einer helfen kann, ist es Manuel. In der ersten Instanz haben wir auch mit dem TÜV drüber geredet, ob er das abnimmt. Aber die ganze Konstruktion ist nur geschraubt und da war so viel Luft hinten in der Federbeinaufnahme. Das haben wir auch in dem Video, das jetzt, ich weiß nicht, wann wir das, wenn wir das mit reinschneiden, Johannes. Ne? Aber da ist so viel Luft, das war eigentlich überhaupt nicht schön. Also die Lösung von HPN sieht deutlich anders aus. Die haben da 4 Halterungen unten am Rahmen, bei dir hat er einfach nur 2 hingemacht. Der hat halt einfach versucht, schnell Geld zu machen. Ja, ja. Das ist das Einzige, was er wirklich geschafft hat wahrscheinlich auch und mit dem, was sich da ja verdrückt hat. Ne? Ja, ja, man hat ihn nachher auch nicht mehr erreicht. Also er hat sich dann abgesetzt nach Bulgarien, er hat wohl eine bulgarische Frau. Der war dann nicht zu erreichen. Er hat auch wohl in Südafrika da Leute bedient, die Motorräder von ihm haben wollten, da es vermieten wollten. Das ist auch in die Hose gegangen. Die haben auch geklagt gegen ihn. Also das ist dann nachher völlig in die Hose gegangen. Wahrscheinlich lebt er von diesen 100.000 Euro die ganze Zeit in Bulgarien. Da kann man echt lang leben. Ja, ja, ja. Hat's richtig gemacht. Also André, du hast alles richtig gemacht. Und du kommst aus Berlin, ne? Ich komme aus Berlin. Ich dürfe den Klimaklebern heute nicht erzählen, hat mir der Lutz fast verboten, weil ich wollte sagen, du kommst gar nicht heim, die haben halt alles zugeklebt. Ne? Ich komme außerhalb, am Rande von Berlin, ich kann also auch außen rum reinfahren. Da klebt sich keiner fest, weil der wird dann nicht gefunden. So weit außerhalb ist es in Berlin schon. Ne? Gehst du zu den BMW-Motorradtagen? Reizt dich sowas? Könnte sein, ja. Ja? Könnte sein. Wenn ich da bin, ich bin auch viel unterwegs, könnte es sein. Wenn ich in der Oldtimer-Szene automäßig unterwegs bin, wenn ich da bin, würde ich es mal mir angucken. Hast du so eine große Autosammlung oder was? Ja, Triumph, Spitfire, GT6, geschlossen Spitfire, ein T3, ein Westfire Club Joker, der 40 Jahre alt ist, mit H-Kennzeichen. Ja. Also eine große Halle? Ja, eine Doppelgarage und ein Doppelkarport. Meine Frau fährt ein Motorrad, eine alte XT500 steht von mir in der Ecke, mein erstes Motorrad. Jetzt hat mir gerade eine 1200er GS Triplebeck geleistet und F50er verkauft, sodass wieder Platz ist. Weißt du, wieso die Triple Black heißen? Nee. Ja, die haben zu viele verschiedene Farben beim Hersteller gehabt. Ja, und das war irgendwie das Problem am Anfang. Die konnten es nicht abgleichen, weil der deshalb ging ja mit der 1100er los. Ne? Aha, und dann hat man gemerkt, dass das eigentlich ganz cool ist. Ne? Dann hat man es ausgenutzt als Werbegang. Ja, ja. Ah, es sieht auch gut aus. Ne? Ja, ja. Man muss es nur gut können. Ne? Ja, man muss es verkaufen können. Ja, richtig. Ja. Johannes, was hast du nur für Fragen? Wie lange das Projekt gedauert hat? Das wäre zum Beispiel interessant, ne? Was war denn der Gedanke, wenn du so viel Fahrzeug hast, warum brauchen wir so eine umgebaute BMW? Ja, ich hatte. Soll ich die Frage stellen? Ja. Was war denn der Gedanke, wenn du schon so viel Fahrzeug hast, warum braucht man noch so eine BMW? Und ja, ich habe also wie mehrere Freunde, der hatte so eine 650er Cross Challenge, eine BMW gehabt, der andere fährt KTM. Wir fahren also, waren noch viel in Kroatien unterwegs oder in den Pyrenäen. Und da hatte ich mir meine Paris-Dakar, ich hatte eine Paris-Dakar erste Serie, so schönen rot-weißen Tank, so großen. Die habe ich mir schon mal so umgebaut mit der Gabel, die jetzt da verbaut ist, in dem Motorrad, und die habe ich mir leichter gemacht, weil wir auch sehr gerne abseits der Wege fahren. Zwar nicht jetzt
Enduro-Meisterschaften oder hart Enduro. Ja, wir fahren ab und zu mal legal, wo man kann, runter. Wir sind auch schon mal von Berlin aus legal über Landstraße bis an die Ostsee hochgefahren. Schafft man, findet man, wenn man ein bisschen recherchiert. Hm. Auf Schotterwegen, auf alten Dorfstraßen, Grenzwegen, noch zur DDR in alte Grenzwege. Mhm. Und dafür ist so ein Motorrad prädestiniert. Wir werden es ja nachher sehen, es ist auch nicht eine richtige Enduro oder sag mal eine Wettbewerbsmaschine. Ich sage zum Enduro wandern, man kann damit verreisen, man kann Gepäck aufmachen, man kann anreisen und kann dann ein bisschen durch die Länder fahren, durch die Wälder. Also für mich ist diese GS einfach nur das Pendant zum Mercedes G, den ich auch gern hätte, aber der für mich halt sinnlos ist. Ich fahre viel zu wenig Auto. Mhm. Ich hatte mal ein Igelhau, das ist schon geil, das mal gehabt zu haben und ich kann Nacken hinmachen. Mhm. Allrad Mercedes ist geil. Aber das ist so das Pendant dazu, das passt genau dazu. Man kann echt alles mitmachen, man kann mit schlafen. Es gibt eigentlich nur Vorteile für eine GS. Oh, ja. Und die werden ja nicht weniger wert, das ist das Schlimme. Die Technik ist überschaubar, ja. Der Zweiventiler ist eigentlich unkaputtbar. Mit der XT500 angefangen, entweder ist er angesprungen, lief, also gibt nur 0 und 1, entweder sie läuft oder nicht. Und der Vorteil ist auch diese riesen Community, die sorgt einfach dafür, dass das erhalten bleibt. Wir sind global. Richtig. Also was wir nicht machen, machen die Amerikaner, die Chinesen, die Taiwanesen. Irgendjemand stellt was dafür her und es geht wieder weiter. Ne? Ich denke, wenn du irgendwo liegen bleibst, in der Walachei absetzt, dann findest du irgendjemanden, der was schweißen kann, der was machen kann. Also das geht schon. Oder fährst nach Bulgarien und besuchst einen CD, das weißt du dann nicht. Richtig. Genau. Ja, wie lange hat das Projekt sich jetzt hingezogen? Ach, also... Solange wie sie bei dir stand, war noch die wenigste Zeit. Also das hat sich hingezogen durch den Finden eines TÜV-Prüfers. Also ich hatte das Motorrad, hatte ich unten schon gesagt, das setzt sich aus Teilen zusammen. Ich habe also den Rahmen gekauft, den hatte der Delvenal dann eben da versucht, einkaufungsfähig zu machen. Wann war das? Das ist jetzt 11 Jahre her. 11, 12 Jahre. Meine Tochter ist jetzt 16, die war 3, 4, ja, 12 Jahre her. Hast du jetzt Zeit für die Tochter gehabt? Genau, die hat sich gefreut. Und ja, dann die Teile habe ich alle so nach und nach zugekauft, den Motor, das Getriebe, dann habe ich es überholen lassen in Berlin bei der guten Werkstatt, bei dem Sascha Putzke. Hm? Der macht jetzt aber leider nur noch Sachverständige. Ja, der wollte die auch einfach eingangs durch den TÜV bringen, aber hat dann auch die Finger davon. Ist das der PS? Ja, PS. Ja, da früher mit einem CDI zusammengearbeitet. Richtig, richtig, ja. Da hatten wir ja auch mal überlegt, ob du da vielleicht eventuell mit dem Kontakt aufnimmst. Aber der ist jetzt inzwischen nur noch Sachverständiger. Der hat die Werkstatt aufgegeben und ist nur noch Sachverständiger. Ja, und dann hatte ich alle Teile so zusammengekauft und konnte ja selber ein bisschen schrauben, habe das dann alles so zusammengeschraubt, wie es ging, passte. Aber wie gesagt, dann war ich direkt beim Prüfer bei uns in Berlin-Spandau und der hat sich wirklich viel Zeit genommen, hat sich alles angeguckt, alles durchgegangen und ist dann nochmal zu seinen Vorsätzen gegangen und sagte, ja, also kriegen wir nicht durch. Letztendlich scheiterte es nach seiner Meinung daran, dass ich kein Zertifikat für den Rahmen hatte, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum, in welcher der das geschweißt hat. Aber nicht auf den Rahmen speziell. Ich habe ein Zertifikat für den Menschen, der das gemacht hat, vom Prüfingenieur, aber nicht für den speziellen Rahmen. Und da hat dann der TÜV den Daumen runter. Ja. Das ist bei uns auch eine Riesendokumentation. Also wir fotografieren den Rahmen vorm Schweißen, nach dem Schweißen und dann nochmal 3 Jahre später, wenn es dann irgendwie zum TÜV geht. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, wo die ganze Papierkram, wo das alles abgelegt wird. Wahrscheinlich haben wir schon so eine eigene Festplatte irgendwo ausgesourcet. Das ist irre, was da an Datenvolumen draußen ist. Aber es ist auch manchmal gut, wenn man nachschauen muss. Ne? Mhm. Und deswegen kostet der Scheiß TÜV auch so Geld, weil das ja alles verifiziert ist. Das hast du ja auch letztens im anderen Video dargestellt, erklärt, das ist ja auch selbstverständlich. Weil das ist ja eigentlich klar, nicht? Das kostet ja alles Geld, wenn das angelegt wird, gespeichert wird, abgelegt wird, dass man Zugriff drauf hat, was ich sehr gut finde übrigens, dass es nachweisbar ist oder nachvollziehbar ist. Das kostet natürlich auch Geld. Ja, wir sind aus dem alten Haus, wo man dann vom TÜV rausgeht und gleich kleine Räder draufschraubt. Ne? Ja, richtig, ja. Heute versucht man es legal gleich mitzumachen. Richtig. Ja. Und das sind die Spasten, die haben es halt versaut. Ne? Ja, raus und gleich andere Gabeln eingebaut und schaust du die Scheiße an. Ja, ja, ja. Jo, wir machen ja das Footage dann selber einfach unten rein. Was ist die erste Tour, die du fahren willst, wenn du sie holst, wenn sie fertig ist? Erste Ziel damit? Gute Frage, also nicht außereuropäisch, nicht weit weg. Mal sehen, leider, wir sind immer sehr Verfechter gewesen, seit 20 Jahren sind wir immer jedes zweite Jahr irgendwie die Seealpen gefahren, nach Frankreich gefahren, die Pyrenäen, aber da fuhr der Autoreisezug noch. Ne? Also wir kommen aus Berlin, natürlich sind immer die Anreise sehr weit, ne? Mit den neueren Motorrädern, wir haben jetzt, ich glaube, die 1200er GS und vorher die F50er, damit fahren wir auf eigener Achse. Letztes Jahr waren wir in Slowenien, Italien, also Kötschach-Maut im Grenzgebiet.
Da war man auch auf einigen steinigen Abwegen unterwegs. Da wollte ich jetzt adaptieren, ja, ne? Die TED in Bohlen, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Und ich würde dann in die Leber, hast du das mal angeschaut, die Wanderdünen? Nee, das haben wir nicht. Du wurdest genau davor. Ja. Das ist so genial. Ja. Und wenn man ganz leise ist und es keiner weiß, kann man am Motorrad, geil, das ist komplett verboten. Also ja. Das ist, aber wir sind ja da nicht in Deutschland, deswegen kann mich jetzt keiner bestraft. Das ist richtig geil. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe mich da mal verlaufen da drin. Ach so. Ja, googelt das einfach mal, wer Interesse hat, Leber, Wanderdünen, die wandern über die Häuser drüber. Die sind so groß, dass die Häuser verschwinden. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und da hat der Adolf Hitler so Abschussrampen gehabt, die waren gerade langsam wahrscheinlich vom Sand bedeckt. Ja. Da waren wir mit so einer kleinen oder Schmalspurbahn, haben das angeschaut. Und dann habe ich gesagt, wo kommen die ganzen Motorradspuren her? Und dann habe ich gesagt, ja, die fahren dann in der Motorbus drin. Ja, das hört sich interessant an, klingt gut. Eine sehr schöne Gegend. Das sind auch alte deutsche Strandbäder. Es geht ja bis Kaliningrad, Insel Hehl, die einspurig dann befahrbar ist, wo du bis rüberschauen kannst, ist für ein Motorrad echt ein Abenteuer. Ich habe das damals mit einem Allradbus gemacht. Das ist eine gute Idee, werde ich mir mal angucken. Ja, weil das ist für dich ja Katzensprung. Das ist in der Nähe, ja, richtig, ja. Stimmt. Ja, also fand ich richtig klasse und das Essen ist halt da drüben auch traumhaft. Ne? Die Indorofanten machen auch geführte Touren bei uns in Berlin-Brandenburg. Aber das ist dann auch schon relativ kostspielig. Das würde ich vielleicht mal mitmachen. Kostet ein Wochenende eben doch ein paar hundert Euro. Je nachdem, ob du 2 Tage machst, 3 Tage oder länger. Das sind die geführte Touren. Aber wie gesagt, wenn man da sich ein bisschen auskennt, kann man das auch selber hinkriegen. Das haben wir auch schon mal gemacht. So, ich danke dir dafür, dass du das Vertrauen in uns gefunden hast und dass du uns Besuch kommen bist. Das war jetzt auf dem Urlaub, also war kein Kontrollbesuch, sondern ich habe gesagt, wenn er da runterfährt, kann er mal kurz Halt machen. Ja. Genau. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unter dem Video. Ich bin bestrebt, die zu beantworten. Blöd ist es, wenn es auf Tschechisch ist. Ich habe da eine Frage, die kann ich nicht übersetzen, die muss ich erst abschreiben. Die kann ich nicht kopieren, komischerweise. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liked uns Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Xing und wo auch sonst. Macht die Glocke an, Google-Bewertung, alles möglich. Ich danke euch. Bis dann, euer Manuel Schad von SWD Sports. Perfekt.